Hallo und herzlich willkommen zu The Best of Folge von Comedy Central Roast Battle. Mein Name ist Nina Queer und ich bin der geilste Schiedsrichterin der Welt, die ihr sonst nur aus eurer Fantasie kennt. Let's roast. We got me ready for battle. Mittlerweile roasten wir schon seit erfolgreichen 4 Staffeln. Zeit, alles nochmal zu reflektieren und euch nochmal die geilsten Battles, die coolsten Comedians und die tollsten Momente aus Roast Battle zu zeigen. Denn ihr wisst ja, was sich liebt, das röstet sich. Und so sieht's auch hinter der Kamera aus. Unsere Roaster verehren und lieben sich gegenseitig. Wir hatten sogar schon mal ein Pärchen. Meine Mutter hat immer gedacht, ich würde niemals einen richtigen Mann finden. Und sie hatte absolut recht. Ja? Und wir hatten auch schon mal ein Ehepaar. Ich habe erst gedacht, das ist ein Stripclub hier. Aber dann fiel mir auf, das kann ja gar nicht sein, weil hier kennt den Willi ja keiner. Und einmal hatten wir sogar, beste Freundinnen. Mit Lichtern gratis die Nutte! Also, dass ihr dieses Video bei beste Freundinnen nehmt, ganz ehrlich, kann die Alte einfach nicht leiden. Ich muss meine Bibliothek in Ordnung halten. Tja, da habt ihr alle euren Spaß gehabt, aber jetzt seid ihr brav, ne? Denn die Show genießt ja immerhin einen einwandfreien Ruf, denn über Comedy Central und Roast Battle wurde noch nie ein schlechtes Wörtchen verloren. Bei der Qualität dieser Sendung ist es ungefähr so, als würde man dafür bezahlt werden, für Obdachlose den Satz "Ich habe Hunger" auf Pappkartonschilder zu schreiben. Also was will der denn jetzt? Wenn man hier so rumguckt, habe ich eh schon das Gefühl, ich bin in Miesen. Ja, die Schulden haben wir aber nur, weil wir die große Johann eingeladen haben. Stellt euch vor, wir haben das Krankheitsbild ADHS in eine Sendung verwandelt. Und wenn der Moderator schon mal selber über die Show schlecht redet, ja, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Wie auch immer, wir sind ja quasi eine große Familie und deshalb fangen wir mit dieser Kategorie an. Familienwitze. Deine Mutter, dein Vater, deine Kinder, wir haben sie alle. Wir sind hier und haben natürlich wie immer 2 Comedians hier im Ring, die gegeneinander antreten und sich beleidigen, dass die eigene Mutter anfängt zu weinen. Drews Mutter. Der eine mit dem Bart, Räuber Fotzenglotz. Ist bei seiner Geburt gestorben. Als sie ihn gesehen hat, hat sie sich an der Nabelschnur erhängt. Könnt ihr die graue Strähne sehen? Ja, er hat eine graue Strähne in den Haaren, weil sein Vater damals einen Stinkdick gebumst hat. Sein Porträt hängt im Schlafzimmer seiner Eltern als Warnung, denselben Fehler nicht zu wiederholen. Ja? Wenn du mit deinem Auto auf dem Parkplatz vom Puff vorfährst, denken die Leute auch nur, ach gucke, der Kleine holt seine Mutter von der Arbeit ab. Kenn ich auch von meiner Mutter. Ich find's ja okay, wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat, aber bei euch geht's zu weit. Er bekommt jeden Abend einen Gute-Nacht-Kuss von ihr. Mit Zunge. Jan ist aber eigentlich ganz nett. Er hat gesagt, wenn ich 18 bin, lädt er mich in den Puff ein. Gut, ist nicht so stressig. Seine Mom wohnt nur ein Zimmer weiter. Ja, was wollte ich noch sagen? Tim sieht aus, als hätte eine Ratte einen Biber gefickt und sich dann nie wieder gemeldet. Helene ist einfach die coolste. Und Ingmar sowieso, ne? Ich finde ja, Ingmar sollte dauerhaft in der Jury sitzen. Sie kriegt sie nicht mehr ein, die Inge. Ich lasse das einfach mal stehen. Das hat deine Mutter auch gesagt. Ich habe zum Beispiel gesehen, Maxi, dass du versuchst, das abzunehmen, aber deine Finger zu dick sind für Bulimie. Also, zu dick hat nicht deine Mutter gesagt. Oh. Kann sie auch nicht. Kann sie ja auch nicht, sie ist ja tot. Sie ist tot, ich habe halt einfach zu viel Anlauf genommen. Ne? Was willst du machen, auf jeden Fall. So. Puh, nach so viel Hate braucht man jetzt erstmal was fürs Herz. Hier sind meine Top 5 der Liebesmomente. Oh, süß. Mir kommt's gleich hoch.
Okay, dann sage ich jetzt mal die Wahrheit. Und zwar, ich finde es voll cool, dass wir uns kennen. Du bist meine beste Freundin und ich finde es schön, dass wir das hier machen. Du bringst mich jeden Tag zum Lachen und du hast mir geholfen, die schwerste Zeit in meinem Leben durchzustehen. An diese Sendung erinnere ich mich noch total gut. Jetzt drückt er sie nach unten, damit sie ihm einbläst. Es ist so schlimm. Seitdem weiß ganz Deutschland, wie Helene Bockhorst beim Oralverkehr aussieht. David, du bist die Liebe meines Lebens, weißt du. David ist wirklich einer meiner beiden liebsten deutschsprachigen Comedians. So, er und Erika Radcliffe, das ist komplett wahr. So, ich finde deutsche Comedy so scheiße, meine beiden Lieblingscomedians sind Österreicher. Und ich meine, no disrespect, die gesamte Jury. Ja, ganz im Ernst, das hier, Rose Battles Judge, ist so, als wäre David Juro beim Stepptanzen. Also Österreicher haben einfach den derbsten Humor. Aber um mal ernst zu werden, in einer Welt, in der mehr und mehr Leute den Verstand verloren haben, ist schön, jemanden zu haben, der nie einen besessen hat. Mittlerweile sind wir ganz gute Freunde. Bist du was wie eine Tochter für mich, die ich hätte abtreiben sollen? Und ja, an alle Hater da draußen, die immer unter ihre YouTube-Videos kommentieren, Maria ist so unlustig und sie ist so eine Schande für die Menschheit. Ihr habt vollkommen recht. Ich glaube, ich spreche für alle hier im Raum, wenn ich sage, dass du eine krasse Inspiration bist, dass man von dir wahnsinnig viel lernen kann. Von dir habe ich gelernt, was wahre Stärke ist, was wahrer Mut ist und worauf es wirklich im Leben ankommt. Krass starke Schmerzmittel. Ist heute auch mein absolutes Lieblingsbattle. Also es war einer der größten Momente überhaupt bei Rose Battle. Und ja, bevor ich dich kennengelernt habe, war ich so ein alkoholsüchtiger Fuckboy. Für mich ist er immer noch ein Fuckboy. Was heißt hier wahr? Und jetzt bin ich ein alkoholsüchtiger Fuckboy, aber mit einem echt guten Freund. Danke. Sweet. Oh mein Gott, jetzt reicht's aber mal mit diesem ganzen Rumgesülze. Jetzt will ich, dass es endlich mal richtig zur Sache geht. Hier sind die härtesten Punchlines aus 4 Staffeln Roast Battle. Und wer schwache Nerven hat, macht jetzt den Fernseher aus. Naja, aber wenn ich Vanessa sehe, weiß ich, Krebs ist nicht das Schlimmste. Ne? Erika ist so unfickbar. Wenn sie nachts die Straße runterläuft, wechseln Vergewaltiger die Straßenseite. Sie ist unglaublich unfickbar, dass Bill Cosby ihr einfach einen Kaffee gemacht hätte. So eine blonde, alleinerziehende Schlampe und ein großer, schwarzer Mann. Ja, das ist Ingmars Lieblingskategorie bei Pornhub. Hey, ganz ehrlich, ich fand's geil, ich hab mich auch schon gefreut, weil ich hatte auch schon so ein paar Schwarze in mir. Aber halt so richtige Schwarze. Und als ich den gesehen hab, ne? Da muss ich sagen, ne? Wenn ich einen Kakao trinken will, dann fick ich den. Ja? Belgiens hübscheste Milf. Und ich dachte mir so, das ist frech, Alter. Ne? Hübscheste aus Belgien. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Audrey Hepburn zum Beispiel ist auch in Belgien geboren. Da meint ein Kollege zu mir, Dicker, den Witz kannst du nicht bringen. Die ist 93 gestorben. Die sitzt seit 26 Jahren unter der Erde. Ich sag, buddel dir aus, das wird knapp. Oh, übel. Jackie, ich muss dir jetzt mal als alter Mann jetzt mal was sagen. Ich bin schon sehr lange im Geschäft und das geht so nicht. Das ist unterstes Niveau, ja. Wenn du sowas machst, das geht wirklich gar nicht. Wenn du keine richtige Pointe hast, kein richtiges Vergleichsbild für dein Feindbild, da ist der einfachste Weg ein billiger, dreckiger Vergleich. Du tätowierte, magersüchtige Dorfschlampe, du. Ja, der gute Serkan, ich habe auch ein bisschen in der Biografie gestöbert, da kommen sehr schöne Sachen ans Tageslicht. Serkan war zum Beispiel auf einem katholischen Jungsinternat und ein paar Sätze, nachdem er das erzählt, sagte er, er wäre gerne wieder ein Kind. Und das kann ich nachvollziehen, wir denken alle sehr gerne zurück an die Zeit unseres Lebens, wo wir am meisten gebumst haben. Aber man muss auch sagen, so ab und zu findet er halt auch mal ein Korn. Ne? Deine Gags sind so ein bisschen wie Beirut. Ab und zu knallt's mal richtig, aber es ist dann danach auch wieder allen egal. Das Einzige, was länger ist aus Johnnys Bart, ist das Selbstmordbrief seiner Ex-Freundin. Die zwei fand ich so niedlich, wie zwei alte Männer, die aus dem Wald kamen, um sich gegenseitig runterzubuttern. Es ist eigentlich nur deswegen so lang, damit seine Sackläuse von unten bis oben mit trockenen Füßen laufen kann. Yeah,
Roast Battle-Fans werden es vielleicht gemerkt haben, das waren zwar die krassesten Gags ever, aber bei weitem noch nicht die besten. Und deshalb habe ich euch einen Countdown aus meinen 5 Lieblings-Battles zusammengestellt. 3 davon gibt es in dieser Sendung und 2 dann in der nächsten. So mit Cliffhanger, wie bei Netflix. Ihr wisst schon. Vanessa Willi, was macht sie so? Vanessa hat eine harte Jugend gehabt. Sie ist tatsächlich im Kinderheim groß geworden. Ja, ich weiß. Und jetzt macht sie Werbung. Und ich finde das so ironisch, ne? Weil genau wie Werbung wurde sie auch von ihren Eltern nach 15 Sekunden einfach weggeklickt. Ja. Schlimm. Ben Schmid ist heute hier, weil er zu hässlich fürs Dschungelcamp ist. Ich meine, er war der Ringrichter bei der letzten Staffel Rose Battle, aber er wurde jetzt durch Nina Queer ersetzt, weil sie 30% mehr Schwanz und 100% mehr Haare hat. Ja. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum sie Ben ersetzt haben. Ich meine, er ist doch die ideale Zielgruppe für Comedy Central. Ich meine, so Loser, die noch bei ihren Eltern wohnen. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, außer Maxi und Ingmar, guckt doch sowieso keiner diese Sendung. Genau. Vanessa ist großer Harry Potter-Fan. Also sie hat überall so Tattoos von Harry Potter. Ja, tatsächlich. Ich habe mich gefragt, warum. Aber ist ja klar, sie kann sich mit Harry einfach gut identifizieren. Was machst du? Weil ich Harry gesagt habe? Sie kann sich mit Harry einfach richtig gut... Sie kann sich mit Harry einfach richtig gut identifizieren. Weil wie bei ihm sind auch ihre Eltern vermutlich tot. Ja. Und genau wie Harry Potter hat sie keine Titten. Pass auf. Vanessas Titten. Jetzt wird's poetisch. Pass auf. Vanessas Titten sind ein bisschen wie Gleis 9¾. Man muss schon ganz fest dran glauben. Einen Witz über Bens Lieblingsbuch machen, aber aus Mein Kampf darf man heute nicht mehr öffentlich zitieren. Ich meine, guckt ihn euch mal an. Ben ist der ideale AfD-Wähler. Er ist weiß, hat keine Haare und seine Eltern sind Geschwister. Genau, Vanessa, wie ich habe schon gesagt, richtig schlimme Kindheit gehabt und so. Also stimmt, ist leider auch wahr. Und sie hat auch Depressionen und so, Alter. Sie ist so depressiv und selbstmordgefährdet. Ihre Arme sind wie das Playboy-Menschen. Voll mit Schnitten. Okay, Leute, okay. Ich sag nochmal, okay, pass auf. Ihre Arme, sie hat sich so oft geritzt. Wenn ein Blinder seine Hand hier drauf legt, denkt er liest ein Buch. Und der ist dann so, die Wanderhure. Ja, Ben, zeig mal auch mal deinen Arm, weil der hat sich nämlich eine Ananas tätowieren lassen. Und somit ist eine Pizza Hawaii nicht mehr das Widerlichste, auf dem sich eine Ananas befindet. Ich meine, der gute Ben, der lernt jetzt Türkisch, damit er seine Frau in 2 Sprachen enttäuschen kann. Und sie trägt auch eine Burka, aber nicht aus religiösen Gründen, sondern sie will nicht mit ihm gesehen werden. Das nächste Battle ist legendär und eines meiner persönlichen Favoriten. Wir haben bei der Vorbereitung alle Comedians gesagt, mach bloß nichts über Alex Aussehen. Aber dann habe ich mir gedacht, Alex wird wegen seinem Aussehen aus dem gleichen Grund verarscht, wegen dem ich wegen meiner Behinderung verarscht werde. Weil es einfach passt. Alex sieht so aus, als hätte sich sein Extra-Chromosom noch nicht entschieden, ob es bleiben oder wieder gehen soll. Auf jeden Fall sollte man Alex' Gesicht als Schockbilder auf Medikamentenpackungen abdrucken. So quasi, when Contagan goes really wrong.
Mich überrascht, dass du überhaupt Arme hast. Ja, er ist gut, er ist richtig gut. Ich hoffe, ich bin eines Tages als Warnung, als Bild auf dem Medikament, das dich heilen wird, wenn's kommt, irgendwann, beten wir dafür, dass das irgendwann passiert. Würde mich ehren. Über mich hat David genug gesagt. Bei ihm ist zu wissen, seine Mutter ist Naturheilpraktikerin, deswegen sieht er so aus, als hätte man versucht, ihn mit einem Fliegenpilz abzutreiben. Das ist... Der Gedanke war gut. Funktioniert nicht. Entgegen allen Erwartungen ist David nicht jüdisch, weil das wäre an sich schon antisemitisch, glaube ich, also als Akt. Na, David kommt aus Österreich. Ist aber sehr schwer für mich, aber als guter Freund David mit anderen Österreichern zu vergleichen. Wisst ihr, weil Hitler konnte zumindest den rechten Arm heben. Wenn ich einen Hitlergruß mit dem linken Arm mache, kann ich wenigstens noch sagen, es ist Satire. Er sitzt im Rollstuhl. Und klingt erstmal traurig. Ich wünschte, mein Vater würde im Rollstuhl sitzen. Hätte er zumindest Alimente zahlen können. Und wir haben auch im dritten Stock gewohnt, ohne Aufzug. Wäre vielleicht auch einfach nicht abgehauen. Aber David pennt bei mir, wenn er in Berlin ist. Ich bringe morgens, das ist kein Witz, ich bringe morgens so Kaffee ans Bett. Und einmal, es war so süß, ich bringe mir Kaffee ans Bett, während er schläft. Und er hat die Decke so weggetreten. Und ich war so, oh süß, er kann treten. Und das Ding ist, weil die Decke weg war, habe ich halt gesehen, womit der Stocki reitet, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier ist das Ding mit Davids Penis, okay? Es ist ein bisschen wie man es erwartet. Also es ist schon robuster, als man denkt. Hat einen kleinen Knick, ist aber sehr witzig. Unglaublich lustig. Na, aber Alex ist ein netter Kerl und sollte er sich irgendwann erschießen, wäre die Welt definitiv eine ärmere. Denn ihr würde eine Bleikugel fehlen. Und auf Platz 3 ein bekanntes Gesicht, der Stockenreitner schon wieder. Das Battle gefällt mir auch deshalb so gut, weil es zwei Österreicher sind. Bei David habe ich mir gedacht, what the fuck, ich muss David roasten. Sein Leben hat ihn schon geroastet. Er hat ein funktionsfähiges Bein, er hat nur einen Hoden. Er braucht Hilfe beim Masturbieren. Wen soll ich bitte als nächstes roasten? AIDS? Ja. Oder soll ich Natascha Kampusch roasten? Ja. David hat die Kinderlähmung, sogenannte Polio. Die Vagina seiner Mutter war wie ein Mixer. Nach seiner Geburt mussten alle seine Körperteile wieder zusammengestöpselt werden. Und leider, leider raucht David sehr viel, ja? Weil er will sein zweites Bein auch noch verlieren. Alter. In Erika waren schon so viele schwarze Männer drin, dass sie als die Wiege der Menschheit bezeichnet wird. Unter Ärzten ist sie besser bekannt als der weibliche Lucky Luke, weil sie schneller abtreibt als ihr Schatten. Ja, jede Abtreibung bringt Glück.
Ich mag Davids Comedy sehr, obwohl er weder Charisma noch Chromosome hat. Davids Comedy ist sehr wild, verdreht. Manchmal funktioniert sie nicht, ja, wie seine Wirbelsäule. Alter. Alter. Erikas Comedy ist dafür sehr subtil. Man muss schon ganz genau zwischen den Zeilen lesen, um zwischen Bumsen, Scheidenpilz und Erika noch irgendwas anderes zu finden. Aber ich will Erika eigentlich gar nicht roasten, weil ich kenne sie schon sehr lange und ich mag sie. Vor allem wegen ihrer Barrierefreiheit. Erika hat einiges gemeinsam mit Anne Frank. Sie sind beide jüdischer Abstammung. Die Sachen, die sie schreiben, sind nicht lustig. Aber beide haben eh schon seit Ewigkeiten nichts mehr Neues geschrieben. Alter. Einen Unterschied gibt es zwischen Erika und Anne Frank jedoch. Erika wird für immer unentdeckt bleiben. Und Platz 1 und 2 schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Und zu guter Letzt möchte ich noch an einen Roaster erinnern, der in diesem Jahr von uns gegangen ist. Der großartige Willi Herren war mit seiner Frau Jasmin bei uns zu Gast und diesen Auftritt werden wir alle nie vergessen. Schon wieder Gänsehaut. Guckt euch mal die Hauer an hier, die Fingernägel schon. Mega Hauer! Guckt ihr das mal an! Bah! Die gibt so viel Geld fürs Nagelstudio aus, ne? Damit ernährt sie 3 asiatische Familien. Und weißt du, was der Beste ist? An ihrem Geburtstag bekommt sie immer Glückskekse. Toll. Ja, ich bin heute on fire hier. Check it out, Jack. Aber Willi, komm, der jetzt bist du dran. Komm. Also der Willi, komm, ne? Komm, Frau Herren. Der ist seit 34 Jahren im TV, ne? Ja, bin ich auch stolz drauf. Ganz toll, muss ich sagen. Hallo. Hast du ganz fein hingekriegt. Aber das Fernsehen hat sich weiterentwickelt. Also es wird immer dünner und dünner. Beim Willi ist das eher so. Naja. Also sagen wir es so, Willi hat als LCD-TV angefangen und ist jetzt eine Röhre. Bleib auf deiner Seite. Ja. Willi wird auf jeden Fall immer im TV bleiben, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall wird er im TV bleiben, weil das Format passt auf kein Handy. Der war gut. Nee. Also. Ach, Ed Willi. Roast in Peace. Und das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nina Queer.